Hey Freunde, was geht ab? Hier der Kelvin. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und in diesem YouTube-Video geht es um 10 unnötige Funktionen am Tesla, die aber doch irgendwie geil sind. Viel Spaß! Hier im Auto gibt es die Funktion unter Spielkiste, die Boombox. Und bei der Boombox kannst du dann auf die Funktion Megafon klicken und dann ist alles, was ich hier drin rede, wird nach draußen übertragen. Das machen wir jetzt mal. So, ich bin jetzt auf Megafon, das heißt, Tion und geht jetzt mal raus und ich erkläre ganz normal weiter. Und du müsstest meine Stimme eigentlich noch hören. Hallo, was geht ab? Und meine Stimme klingt wahrscheinlich komisch, aber das ist halt so. Und beim Megafon kann ich sagen, beeil dich jetzt mal, wenn ich jemand von der Schule abhole. Mama, ich warte hier, ich stehe ja schon ewig rum, jetzt komm jetzt endlich mal. Ein Auto ist mit Sicherheit nicht dafür gedacht, um da drin irgendwie Fernsehen zu gucken oder sonst irgendwas. Und daher ist es eigentlich auch eine unnötige Funktion. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, von allen unnötigen Funktionen ist das mit Abstand die geilste, die ich auch am meisten nutze. Und das ist der Kinomodus. Das heißt, man sieht hier rechts unten so einen Button, Kinomodus. Und aktuell ist es so, wir haben Netflix, wir haben Disney Plus, wir haben YouTube, wir haben Twitch und wir haben Tesla Tutorials. So. Ich selbst nutze meistens YouTube. Ich setze mir tagsüber viele Videos auf später ansehen. Und wenn ich dann irgendwo in der Ladestation bin und so weiter, kann ich diese Videos anschauen. Und ich schaue unheimlich viel Dokus auf Netflix. Und das ist wirklich der Hammer. Also ich logge mich mit meinem eigenen Account ein. Die Bildqualität ist der Hammer. Können wir vielleicht mal, wir haben jetzt ja keinen Copyright-Verstoß. Übrigens, das will ich angucken, Blond, Marilyn Monroe. Neue Serie, die da rausgekommen ist, oder Doku, sehr geil. Also der Kinomodus, das ist definitiv einer meiner Lieblingsfunktionen. Was ich mir noch wünschen würde, wäre Apple TV und Amazon, weil ich das auch als Dienst habe, um das hier zu schauen. Das fehlt leider noch. Ich habe aber auch schon gesehen, früher war mal TikTok drin und so weiter. Vielleicht kommt da noch einiges mit dem Update, dass es da noch mehr wird. Später zeige ich euch vielleicht mal noch einen kleinen Hack, wie man mehr da drauf bekommt über Umwege. Dazu aber mehr in einem anderen Tipp. Hopp, 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 hopp. Sega Mega Drive! Was waren das noch für Zeiten? Supersonic. So, Freunde, aber jetzt mal weg. Also, eine weitere sehr unnützige Funktion. Und Leute, ich glaube, ich zeige das nur hier für Demo-Zwecke. Ich glaube nicht, dass ich jemals hier im Tesla zocken werde, weil ich bin leidenschaftlicher Gamer und diese Spiele, also da gibt es geilere. Aber der Tesla hat einige Spiele, die du nutzen kannst, wenn du beim Laden bist oder was auch immer. Jetzt kam gerade Sonic mit dazu. Wir haben aber auch Schach. Wir haben Backgammon, was du auch gegen den Spieler auf der Beifahrerseite spielen kannst. Also es sind verschiedene Sachen mit dabei. Eine Sache will ich euch noch ganz kurz zeigen. Das ist wirklich witzig und dafür braucht man auch keinen Controller. Weil für Sonic braucht man einen Controller. Für manche Spiele brauchst du keinen Controller. Und das ist zum Beispiel dieses Autorennen. Beach Buggy Racing Teil 2. Muss man wissen, ne? Nicht Teil 1. So, kann man auch gegeneinander, also abwechselnd fahren. Ich wähle jetzt mal meinen Charakter, sag hier Standard und jetzt landet mein Tesla tatsächlich hier auf der Straße. Und ich glaube, die Karikatur fährt sogar mit einem Tesla. Ne? Guck mal, sogar in schwarz. So, let's go. Hi. So, guck mal hier, seht ihr das? Also ich fahre wirklich hier mit dem Lenkrad. Ne, ich habe jetzt den Ton runter hier wegen Copyright und so weiter, aber guck mal hier. Hey. Guck, jetzt hat es mich rausgehauen. Ist doch scheiße. Da können wir gerade wieder aufhören. Wie beende ich das Spiel hier? Also, unnützige Spiele gibt es hier auch. Ich nutze es kaum, aber irgendwie lustig. So, jetzt gehen wir nochmal in die Boombox rein, aber diesmal kein Megafon, sondern
eigene Sounds, eigene Hupen-Sounds. Leider nur im Stehen. Während der Fahrt wäre das sensationell. Das heißt, ich gehe in die Boombox, wähle hier einen Hubton aus und kann jetzt zum Beispiel einen vorgegebenen Hubton nehmen, wie zum Beispiel den hier. Als ich heute Morgen meine Tochter abgeholt habe, kam sie dann ins Auto gelaufen und dann gab es zum Beispiel einen Applaus. Und jetzt kommt ein kleiner Hack, Freunde. Wenn ihr einen eigenen USB-Stick nehmt und darauf einen Ordner anlegt, Boombox, und dann da ein paar MP3s reinzieht, könnt ihr eure eigenen Töne nach draußen abspielen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ihr sitzt im Auto, super, jetzt kommt da jemand. Ihr sitzt im Auto und dann kommen so zwei aggressive Leute auf euch zu. Dann könnt ihr zum Beispiel diesen Sound abspielen, der heißt Beast Mode. Da steht jemand. So, das ist eine Sache. Oder dann denken die so, oh, Beast Mode. Oder zum Beispiel, ich habe mir auch noch ein, This is Sparta, ne, so richtig aggressiv. Achtung. Dann gibt's diesen Sound. Tion, schämst du dich jetzt, weil da eine Frau steht? Die parkt aber auch mit ihrem Auto, mit ihrem Hund direkt vorne dran. Da müssen wir jetzt einen kurzen Cut machen, ne? Der Hund kriegt ja einen Herzinfarkt, weil ich habe noch einen anderen geilen Sound. Wo so Motorgeräusche, ne? Der Tesla hat ja keine Motorgeräusche. Geh mal ein bisschen raus, dass man es hört, Tion. Achtung. Jetzt Achtung. Warte, ich hab noch einen. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Okay. Ja, Freunde, das ist schon irgendwie peinlich, ne? Aber ich würde sagen, die vorgegebenen Sounds, da gibt es verschiedene, wie Applaus, und ich habe selber noch nicht alle getestet. Aber den La Cucaracha finde ich geil. Den finde ich gut, und den Applaus, wenn halt jemand kommt, du holst deine Tochter oder deinen von der Schule ab und dann gibt es halt einen Applaus. Braucht man nicht. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die kennt eigentlich schon jeder, darauf wartet auch jeder, und ich finde sie wirklich extrem unnütz, aber sie ist nun mal da, und zwar, Tion, hast du gerade... Was? Hey. Der war auch gut. Was machen Furzkissen hier, bitte? Und Freunde, guckt euch es an, wie viele verschiedene Fürze es gibt. Alleine Falcon Heavy. Wie kann man einen Furz als Falcon Heavy bezeichnen? Ich meine, ich wusste früher, habe ich auch schon gesagt, wenn jemand gefurzt hat, was war das für ein Schwabbelfurz oder ein Blubberfurz oder ein Zischfurz. Aber hier gibt es ja Neurastik. Der muss ein richtiger Fürzchen. Hörst du das, wie er noch so nachzieht? Hört man denn dieses kleine hinten raus noch? Also, was? Hosenzerreißender Furz. Oh, der ist richtig eklig. Also Leute, man kann hier, schaut mal ganz kurz, auf verschiedene Positionen gehen und dann halt jemand... Und dann guckst du die Person an und denkst, sag mal, geht's noch? Und das kannst du halt hier auslösen, ne? So, warte mal, kann ich auch... Ah, du kannst auch in einem anderen Bildschirm sein. Ne? Und dann guck ich so an und dann sag ich, ey, wir fahren jetzt übrigens... Bist du... Hast du gerade? Wie dumm eigentlich. Ich glaube nicht, dass ich jemals nutzen werde, aber... Okay, es ist da. So, Freunde, jetzt ist unsere Kamera ausgefallen, deswegen filmen wir jetzt mit dem iPhone weiter. Ich hoffe, das passt für euch mit dem Sound. Muss ich einfach ein bisschen lauter reden. Die nächste Funktion, die ich auch nicht oft nutzen werde, sage ich euch ganz ehrlich. Hier unten sehen wir jetzt zum Beispiel einen Santa Claus-Modus. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dein Navigationssystem umzustellen auf Santa Claus. Jetzt kommt hier so eine Mucke, dein Auto ändert sich. Wenn du blinkst, kommt so eine Jingle Bell Musik und deine ganze Navigation ändert sich. Das Ganze geht übrigens auch mit dem Mars. Das können wir auch mal machen.
Ich habe jetzt mein Navigationssystem auf Mars und auf Santa Claus umgestellt und guckt euch mal den Schrott an. Also so würde ich jetzt mit dem Navigationssystem navigieren im Alltag. Das siehst ja nichts. Und was man auch machen kann ist, es gibt noch eine weitere Navigation. Wenn du im Autopilot bist und den Lenkradassistent anhast, kannst du hier auf Regenbogen stellen. Wenn ich dann viermal nach unten drücke, den Regler hier an der Seite, dann ändert sich im Navigationssystem die Straße auf bunt, so ein bisschen wie Mario Kart. Es wird eine Mucke ablaufen und dann navigierst du da auf der Straße rum mit einer Regenbogenfarbe. Also ich werde es nicht nutzen. So, wir bleiben nochmal im Bereich der Spielkiste, so nennt sich das, dieses Menü, wo es das alles gibt, wo man das Navigationssystem umstellen kann. Und da gibt es eine Funktion, Freunde, und die werde ich ganz sicher bald nutzen, weil ich habe demnächst einen Roadtrip geplant, den werde ich euch auch filmen, wo ich auch im Auto schlafen werde. Und da gibt es eine ganz romantische Funktion, die nennt sich Kaminfeuer, gemütlich machen. Und ihr werdet das jetzt nicht richtig hören, aber es knistert so, die Lüftung geht an und das stelle ich mir nachts, abends, wenn du die Sitze umgelegt hast, hast du es bequem gemacht im Dunkeln, stelle ich mir das geil vor. Und wenn man mit dem Finger drauf gedrückt hält, wird dann noch ein gemütlicher, von Tesla ausgewählter Sound gespielt, den man dann auch durchswitchen kann über die Lenkradsteuerung. Wir machen das mal ganz kurz, aber wir müssen wieder aufpassen mit GEMA und so weiter, deswegen nur ganz kurz. Da könnte ich mir sehr gemütlich machen. Ich tippe mal weiter. Schnell weg. So, also Romantikmodus werde ich mit Sicherheit hier und da ab und zu mal nutzen und dann wieder berichten. Ich bin ja immer noch Business Coach, okay? Und als ich die Funktion gestern nach dem Update bekommen habe, habe ich mich wirklich gefreut. Denn ich habe mein eigenes Flipchart im Tesla. Pass auf, jetzt gibt es direkt mal einen Business-Tipp. Pass mal auf hier. Skizzenblock. Skizze starten. Jetzt gehen wir hier mal auf Weiß von der Farbe. Und dann könnte ich sagen, zum Beispiel, Freunde, die Starband-Strategie geht wie folgt. Hier unten ist die Community. Das ist das Band zur Community und nach unten und nach oben und die dicken Wurstfinger. Keine Ahnung, ob das Ding auch größer geht, ob man es kleiner machen kann, aber auf jeden Fall können wir hier was machen. Übrigens, ich verrate euch mal noch einen richtig geilen Hack. Guckt zu. Das ist das Haus vom Nikolaus. Ganz komisches Haus ist es geworden. Ha! Wenn man im Tesla, ich glaube, die Premium-Konnektivität hat, die kostet 10 Euro im Monat, da sind so ein paar Funktionen mit drin, ich werde die laufen lassen, auch eigener Spotify-Account und so, dann hat man, glaube ich, auch einen Internetbrowser oder diese Internetleitung. Also du hast einen eigenständigen Internetbrowser hier im Auto. Mich nervt immer noch der Santa Claus, ich muss gucken, wie ich ihn rauskriege. Also ich kann hier ganz normal googeln, recherchieren im Internet und so weiter. Und jetzt gebe ich euch mal einen kleinen Tipp. Googelt mal im Tesla nach A Better Theater, also ein besseres Theater. Und dann kommt ihr auf die Website abettertheater.com. Da drückt ihr drauf und jetzt habt ihr im Tesla viel mehr Funktionen. Also neben Disney Plus noch so andere Dienste, ich denke mal, die kommen alle irgendwie aus Amerika oder so, falls ihr die noch nutzen wollt. Ne, da ist auch noch Google Maps irgendwie mit drin, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habt ihr einen Internetbrowser, mit dem ihr ganz normal ins Internet gehen könnt, habt einen etwas größeren Bildschirm. Es gibt im Internet auch irgendwie auf YouTube ein Tutorial, wie man den Internetbrowser in Fullscreen bekommt. Check ich gerade selber noch nicht, aber auf jeden Fall habt ihr Internet, einen Browser, könnt googeln, könnt surfen. Und so weiter. So, Freunde, das waren jetzt einfach mal 10 verschiedene. Ne, Moment, das waren nur 9.
Als zehnter Hack, als zehnte unnütze Funktion, würde ich euch bitten, dass ihr in die Kommentare eine unnütze Tesla-Funktion reinpostet, die ich noch nicht erwähnt habe. Und bitte geht auch in die Kommentare. Es zählt nicht, doppelt zu posten, okay? Ihr geht in die Kommentare und schaut, was wurde noch nicht erwähnt. Und vielleicht kennt ihr noch ein Easter Egg, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Weil es gibt noch ein paar. Ich habe nicht alle erwähnt. Ich habe einfach nur die erwähnt, wo ich jetzt sagen würde, ja, das sind jetzt so für mich welche, die ich schon mal abgecheckt habe und so weiter. Aber geht da mal noch weiter rein. Ich weiß auch schon, welche Tipps wahrscheinlich in den Kommentaren kommen. Ich lasse mich überraschen. Aber das waren jetzt einfach mal so ein paar unnötige Funktionen. Ich muss ganz ehrlich sagen, vom Fazit her, dieses nach draußen kommunizieren finde ich ganz witzig. Das werde ich mit Sicherheit auch ein paar Mal nutzen. Und definitiv Netflix, YouTube, die Kaminfunktion, das waren so Dinge, die könnte ich mir durchaus vorstellen. Der Rest ist, wie gesagt, braucht man nicht, ist aber doch irgendwie geil. Geht es Furzen eigentlich noch? Nee. Hast du Glück gehabt. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dann.